Ja, herzlich willkommen hier zur Pressekonferenz nach dem Spiel an Manuel Algesheim gegen FK Pirmasens. Gratulation an Trainer Michael Dusek. Zurück in die Erfolgsspur gefunden, heute mit dem 2:0. Ja, ich hoffe, dass wir wieder in dieser Spur sind, die nach vorne führt. Wir sind hier angetreten vor 4 Wochen, hatten wir 3 Spiele in Serie gewonnen, kommen als Tabellenführer. Da haben wir das Wetter Strich durch die Rechnung gemacht. Und dann sind wir mal 4, 5 Wochen in ein kleines Tief reingefallen. Ich habe der Mannschaft gesagt, sie soll heute, wenn es geht, den Faden, den wir jetzt verloren hatten, wieder aufnehmen und soll wieder an die Leistungen anknüpfen, die wir in den ersten 3 Spielen gespielt haben. Und ich denke, die Leistung heute war ganz okay. Wir haben sehr gut gestanden. Wir hatten kaum was zugelassen. 2, 3 Möglichkeiten gehen in Führung. Hatten dann direkt nach der Pause die 2, 3 Mal die Chance gehabt, das Ergebnis auf 2:0 zu erhöhen. Haben sie liegen lassen, weil Algesheim hat immer wieder gearbeitet, gekämpft, hat immer wieder nach vorne gespielt. Und dann nach dem 2:0, denke ich, war das Spiel ziemlich gelaufen. Dann kommt die gelb-rote Karte und trotzdem muss man aufpassen, gegen eine Mannschaft wie Wald Algesheim, wenn die eine Viertelstunde vor Schluss einen Anschlusstreffer machen, die geben nie auf, sie spielen immer nach vorne und suchen nach Möglichkeiten. Aber wie gesagt, Gott sei Dank haben wir das Spiel 2:0 gewonnen und ich denke, unterm Strich war der Sieg auch verdient für uns. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ja, André, der Michael Dusek hat es schon gesagt, engagiert gespielt, aber leider keine Punkte. Ja, ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass wir heute noch ein bisschen mehr Engagement zeigen, weil ich muss dazu sagen, ich spreche von einer verdienten Niederlage, die wir uns aber auch ein Stück weit selbst zuzuschreiben haben, weil man an einem Mittwochabend zu Hause gegen so einen hochkarätigen Gegner schon ein bisschen mehr in die Waagschale werfen muss, als das, was wir getan haben. Da waren wir einfach zu passiv gewesen, haben auch zu fehlerhaft gespielt. Da hat man einfach auch gesehen, dass wir leider diese 2, 3 Hochkaräter, die wir im Moment ersetzen müssen, mit Dominik Granz, mit Paddy Walter, der heute vor dem Spiel noch ausgefallen ist, mit Mario Diehl einfach im Moment noch nicht ersetzt bekommen. Und deshalb ärgert mich die Art und Weise, wie wir hier heute gespielt haben, teilweise noch viel mehr als das eigentliche Ergebnis oder die eigentliche Niederlage, die in Ordnung geht, so wie sie zustande kam. Man muss auch sagen, dass der Gegner eigentlich das 2. und 3. Tor machen muss, dann wären wir mausetot gewesen. Und somit hat dann der Schiedsrichter auch ein Stück weit dazu beigetragen, dass das Spiel dann auch entschieden wurde, obwohl wir es auch nicht verdient gehabt hätten. Aber ich glaube schon, dass die gelb-rote Karte gerechter gewesen war als dieser Elfmeter, der ein absoluter Witz war. Und wenn man dann 20 Minuten vor Ende gegen 10 Mann spielt und nur 1:0 hinten liegt, und dann kann dann so eine Mannschaft oder können wir durchaus nochmal über uns hinauswachsen. Aber insgesamt haben wir fußballerisch heute absolute Magerkost geboten. Das ärgert mich sehr. Und dieser Angsthasenfußball, das habe ich auch meiner Mannschaft in der Halbzeitpause gesagt, der stört mich extrem, weil ich bin einer, der lieber dann auch mal mit etwas mehr Risiko spielt und dass die Jungs sich was trauen und auch zeigen, dass sie Fußball spielen können, als dass wir dann da 11 Hosenscheiße auf dem Platz stehen haben, die sich nichts trauen. Und das hatten wir heute bis auf 20, 25 Minuten gehabt. Und dann kann man auch gegen einen leicht angenockten Gegner, dass die Pirmasenser über eine hohe Qualität verfügen, ist klar. Aber man hat ihnen heute schon die Verunsicherung angemerkt. Und da haben wir natürlich dem Gegner voll in die Karten gespielt mit unserer schlampigen Art zu spielen. Und deshalb geht der Sieg der Pirmasenser völligst auch in Ordnung. Ja, vielen Dank. Fragen von der Presse? Wer will beginnen? Hallo? Ja. Herr Dusek, wie haben Sie die Elfmeterentscheidung gesehen? Ich hätte ihn nicht gepfiffen. Weil, wie gesagt, ich habe da kaum eine Berührung gesehen. Aber wie gesagt, wir haben ihn gern angenommen. Und okay, das war dann die Vorentscheidung gewesen. Aber wie gesagt, aber ich denke, so ein Elfmeter pfeift man normalerweise nicht.